Wie viele Jahre dauert es bis zur Andromeda-Galaxie unserer Nachbargalaxie? Wie unsere Milchstraße umfasst die Andromeda-Galaxie Milliarden von Sternen. Wie üblich erstmal wichtige Daten zur Lichtgeschwindigkeit, Meter pro Sekunde 300 Millionen, Kilometer pro Sekunde 300.000, ein Lichtjahr sind 9,5 Billionen Kilometer. Viele Angaben sind natürlich aufgerundet. So, Entfernung zur Erde, erstmal der Mars als Beispiel mit 228 Millionen Kilometer. Das nächste Beispiel Entfernungsszenario, der blaue Riesenstern Rigel. Als nächstes Beispiel, wovon kein originales Foto existiert, das schwarze Loch der Milchstraße mit einer Entfernung von 27.000 Lichtjahren. Als nächstes Ziel unsere Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie mit einer Entfernung von 2,6 Millionen Lichtjahren. Sie ist wirklich vor der Haustür, naja, fast zumindestens. Fangen wir mit dem ersten Szenario an, Apollo 10 Landekapsel mit 40.000 km/h, Planet Mars, unser erstes Ziel 228 Millionen Kilometer Entfernung. Wir würden mit der Apollo 10 Landekapsel 240 Tage benötigen. Das ist weniger als 1% der Lichtgeschwindigkeit, 40.000 km/h. Als nächstes Stern Rigel mit einer Entfernung von 770 Lichtjahren. Wir benötigen hier schon über 20 Millionen Jahre. Dann kommt das schwarze Loch der Milchstraße. Hier haben wir 27.000 Lichtjahre Entfernung und wir würden 728 Millionen Jahre benötigen. Dann kommen wir zu unserer besagten Andromeda-Galaxie mit einer Entfernung von 2,6 Millionen Lichtjahre. Wir würden hier über 70 Milliarden Jahre mit der Apollo 10 Landekapsel benötigen. Hier haben wir keine Lichtgeschwindigkeit, wir haben unter 1% der Lichtgeschwindigkeit. Das bedeutet, wir benötigen auch wirklich als Reisezeit 70 Milliarden und wir würden auch auf der Erde ungefähr 70 Milliarden Jahre hoffen, dass unsere Astronautenkollegen dort sicher ankommen. Und wie schon in den anderen Videos erwähnt, die Expansion des Universums sowie die Beschleunigung wurden in den Zahlen nicht mit einberechnet, wobei man sagen muss, die Andromeda bewegt sich nicht von der Milchstraße weg, sondern sie kommt sogar auf uns zu. So, als nächstes Szenario der theoretische Photonenantrieb mit 25% der Lichtgeschwindigkeit, Planet Mars. Wir benötigen hier nur noch 50 Minuten. Und als nächstes der Riesenstern Rigel mit einer Entfernung von 770 Lichtjahren. Wir benötigen hier nur noch 3077 Jahre. Und immer vor Augen halten, wir haben hier 270 Millionen Kilometer pro Sekunde, nicht Stunde. So, schwarzes Loch der Milchstraße, Entfernung 27.000 Lichtjahre. Die Menschen auf der Erde würden 107.000 Jahre ungefähr warten, bis das Raumschiff sicher ankommt. So, als nächstes die Andromeda-Galaxie mit einer Entfernung von 2,6 Millionen Lichtjahren. Wir würden hier 10 Millionen Jahre benötigen. Je näher wir der Lichtgeschwindigkeit kommen, desto kürzer sind die Raumschiffjahre, aber die Erdenjahre bleiben hier genauso lang wie angegeben. Bei 1/4 Lichtgeschwindigkeit fällt die Differenz aber weniger ins Gewicht. Ihr müsst euch wirklich mal die Geschwindigkeit einfach vorstellen, 270 Millionen Kilometer pro Sekunde, da müsst ihr wirklich aufpassen, nicht Kilometer pro Stunde, sondern pro Sekunde. So schnell ist das Licht schon bei 1/4 der Lichtgeschwindigkeit. So, jetzt kommen wir zum nächsten Szenario, das ist eigentlich physikalisch gar nicht möglich laut den Wissenschaftlern, und zwar, wir haben hier nicht 100%, sondern 100.000% der Lichtgeschwindigkeit. Wir haben hier 300 Milliarden Meter pro Sekunde, da haben wir dann beim Planet Mars nur noch 0,7 Sekunden, die wir benötigen, und beim Stern Rigel sogar nur noch 280 Tage. Zumindest sind das Erdentage, also für die Astronauten wäre das deutlich kürzer, wären es nur ein paar Tage wahrscheinlich. So, schwarzes Loch, Milchstraße, Entfernung 27.000 Lichtjahre, 26 Jahre bräuchten wir nur noch dahin, beziehungsweise sind viel, viel schneller. Die Erdenbewohner müssten natürlich 26 Jahre warten, bis sie Bilder vom schwarzen Loch bekämen. So, Andromeda, Galaxie, Entfernung 2,6 Millionen Lichtjahre, nur noch 2600 Jahre. Und wie eben schon erwähnt, die Erdenzeit ist deutlich länger als die Reisezeit im Raumschiff. Die ist deutlich kürzer im Raumschiff. Umgekehrt gesagt, die Zeit auf der Erde vergeht langsamer und die Zeit auf dem Raumschiff vergeht schneller.
Die Zeit auf der Erde würde 2600 Jahre betragen, auf dem Raumschiff weniger als 10 Jahre. Man muss ja aber bedenken, der Überlichtantrieb, der ist natürlich physikalisch nicht möglich und nur fiktiv. Jetzt sagt einer von euch vielleicht, hey, warum sollte denn Überlichtgeschwindigkeit nicht möglich sein, also größer als 300.000 Kilometer pro Sekunde? Naja, genau kann ich das jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch nicht beantworten, aber ich habe einen Artikel gelesen, wo drin stand, dass Quantenobjekte anscheinend im Vakuum sogar Überlichtgeschwindigkeit erreichen sollen. Für einen Menschen ist das aber meiner Meinung nach unwahrscheinlich. So, zur Andromeda-Galaxie mit annähernder Lichtgeschwindigkeit dürfte es vielleicht sogar möglich sein, dass Raumschifffahrer dorthin reisen könnten, denn die Reisezeit ist deutlich kürzer als die Zeit, die auf der Erde vergeht. Und was ich noch viel interessanter finde, wenn man jetzt aber zurück möchte, könnten auf der Erde vielleicht schon Millionen Jahre vergangen sein, während der Raumfahrer nur ein paar Jahre Reisezeit hinter sich hat. Das finde ich einfach so wahnsinnig unglaublich. Und was ich noch sehr interessant finde, ist, dass die Andromeda-Galaxie sich auf die Milchstraße zubewegt. Das heißt, in Millionen, Milliarden von Jahren wird sie irgendwann mit unserer Galaxie kollidieren. Ja, und was bedeutet das? Letztendlich müssen wir da gar nicht hinreisen, weil sie kommt ja zu uns. Bis dahin, ciao.